Und mit einem frischen Kaffee starten wir in eine neue Runde A Link Between Worlds, Leute. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Dark Palace abgeschlossen. Und jetzt geht's hier in den Swamp Palace rein, den wir uns ja jetzt vorgenommen haben. Ich glaube, das wird so ein bisschen wassermäßig, ne? Wasserdungeon. Braucht keiner. Aber wir haben den Enterhaken am Start, den wir ja, glaube ich, brauchen, um hier Fortschritte zu machen. Aber die Musik ist cool. So. Ich hatte mir jetzt überlegt, ob ich den noch upgraden sollte. Aber ich denke, brauchen wir nicht, oder? Ach, wenn ich das schon sehe, mit diesem Wasser und so. Gar keinen Bock mehr. Na gut. Was muss, das muss. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Okay. Dann schauen wir uns das Dilemma hier mal an. Hi, wer bist du denn? Ich glaube, wenn ich den upgegradet hätte, hätte ich Schaden gemacht, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Okay, hier haben wir eine Schatzkiste. Ich denke, wir müssen hier den Wasserstand verändern. Vielleicht können wir das hier machen. Heilige, nee. Machen wir den Schaden? Bei denen machen wir Schaden. Oder wie? Ja, aber auch sehr wenig. Okay. Beep, 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 beep. Zau, 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 zau. Okay, es wäre, glaube ich, besser gewesen. Wir hätten... Mach auf. Okay, wir haben unseren ersten kleinen Schlüssel. Zack, 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 zack. Ist schon nicht so lustig. Aber. So, da haben wir auch noch eine Schatzkiste. Ja, die hole ich mir noch eben, oder? Ich hoffe, ich komme da irgendwie hin. Müsste ich auch von da drüben irgendwie machen. Warte mal. Ah, ist das nervig. Okay, ich kann das auch machen, wenn die Elektro machen. Alles klar. Kann ich? Ich kann auch schräg, ne? Ja, das geht auch. So, und dann irgendwie... Aha. Junge, stell dich mal schräg hin. Zack, zack. Alle Gegner töten ist auch immer eine ganz gute Maßnahme. Shit, ich komme da gar nicht hin. So, und dann... Ah! Okay, der ist tot. Das ist ganz komisch. Junge, stell dich schräg hin. Ba, 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 ba. Oder vielleicht lieber so. Und dann irgendwie... Okay. Die Schatzkiste kriege ich so auch nicht. Ich glaube, hier muss ich den Wasserstand erhöhen, oder? So, okay, jetzt haben wir es. Eieiei, okay, das hat lange gedauert. Aber den Kompass haben wir jetzt. Kompass ist eine feine Sache. Die Frage ist, kann ich mir auch so... Okay, easy. Alles klar, so kann ich mir einfach einen Schlüssel holen. Ja, schön, dann haben wir doch den Raum jetzt auch geklärt erstmal, oder? Mit Schatzkisten und so. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Denn hier gibt es auch direkt die nächste Schatzkiste. Jetzt mache ich da keinen Schaden gegen das Vieh. Also ganz ehrlich, wir brauchen endlich diese bessere Tasche, ne? Oder ich hätte, glaube ich, das Ding upgraden sollen. Ich glaube, das hätten wir wirklich machen sollen. Ba, 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 ba. Okay. So. Okay. Brauche ich da eine Bombe oder was? Ja, fast. La 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 la. Immer noch nicht.
Jetzt. Ist, glaube ich, ein bisschen tiefer als die Plattform hier. Deswegen bräuchte ich, glaube ich, eine Bombe. Okay, leider nur 20 Rubine. Müssen wir mit leben. Aber dann haben wir das hier jetzt erstmal komplett abgeschlossen, oder? Hier können wir noch lang. Da können wir uns auch noch eine Schatzkiste holen. Easy. Mit noch einem Schlüssel. Eieiei. So, hier können wir uns direkt auch noch einen Schlüssel holen. Was ist denn hier los? Aber ich glaube, hier falle ich runter. Muss mich rüberziehen. Okay. Enderhaken. Ja, wir hätten uns doch das Upgrade holen sollen. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Ich meine, irgendwann holen wir uns eh alle Upgrades. Da hätte es jetzt auch nichts geschadet, wenn wir uns das jetzt auch schon geholt hätten. Und das sind leider nur 100 Rubine. Ach, Manno. Ist ja schon ein bisschen belastend, ne? So, hier geht's wieder nach oben. Ja, komm, wir gehen mal hoch. Gucken uns das Dilemma mal auf der oberen Etage an. Hier brauchen wir auch einen besseren Wasserstand. Da komme ich nicht rüber. Nee. Das ist alles dasselbe hier. Achso, aber auf der Karte sehe ich ja... Hier brauche ich auch einen höheren Wasserstand, ne, damit ich da rankomme, oder? Auf der Karte sehe ich ja, dass wir da, glaube ich, den Wasserstand verändern können. So, da komme ich jetzt aber auch nirgendwo hin. Bla, blub, 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 blub. So, wir müssten an dem Ding theoretisch ziehen. Aber ich habe so ein Ding gar nicht nochmal gesehen bis jetzt, oder? Warte mal. Mann, hier komme ich nicht rüber. Nee. Okay, wir gehen nochmal runter. Hier haben wir auch nicht so ein Teil für den Wasserstand. Wir kommen auch hier nicht hoch. Hä? Ich bin gerade leicht verwirrt. Aber die Musik ist schön. Die gefällt mir. Aber müssten wir nicht irgendwie hochkommen? Wenn ich... Nee. Ich komme hier nicht in den... Nee, ich komme hier nicht in die mittleren... Ah doch, warte mal. Klar, hier. Hier kann ich was machen. Sorry. Hier ist maybe was möglich. Okay. Jetzt habe ich den Wasserstrom verändert auf der Seite. Kann ich das wieder ausmachen? Nee, ausmachen ist nicht möglich. Wahrscheinlich nur auf der... Yay. Wahrscheinlich kann ich hier... Ah, okay. Und dann kann ich den Schalter noch drücken und dann ist alles an. Wahrscheinlich. Yay! Das war schon cool. So, zack. Und dann haben wir alles voll mit Wasser, oder? Das heißt, da können wir in der Mitte hochgehen. Gut, sehr schön. Miau. Weiter geht's. Nice. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen. Erstmal ein Bossfight, würde ich sagen. Okay, pass auf. Was machen wir da gegen das Vieh? Vielleicht mit dem Hammer? Geht das einfach mit dem Hammer? Ich glaube nicht. Oh, doch. Ich glaube, das macht Schaden, oder? Ja. Wenn wir es richtig machen, macht Schaden. Okay, ist aber auch nicht so effektiv. Ich glaube, ich nehme lieber einen Bogen. Ah,
Alter, ich habe hier dreifach Salve und schieß trotzdem jedes Mal daneben, ne? Unfassbar. So, das hätten wir. Ja, mit dem Feuerstab wäre das halt auch wieder easy peasy gewesen, ne? Aber ist ganz gut, dass man den nicht am Anfang bekommt, sonst wäre es wirklich, glaube ich, ein zu leichter Run. Und auch, dass wir noch kein Schwert haben. Ihr habt ja immer noch schon gesagt, dass es vielleicht ein Swordless Run ist und ich das vielleicht einfach falsch eingestellt habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber langsam könnte man sich das vorstellen, ne? Weil wir haben ja immerhin viermal irgendwie die Chance, das zu droppen. Es gibt ja irgendwie vier verschiedene Schwertarten. Und wir haben immer noch keins. Und ich glaube, die Hälfte haben wir bald rum. Von dem Game. Okay, Shortcut haben wir eingestellt. Sehr schön. Na schön, wir kriegen hier sogar eine Bombe for free. Danke. Okay, sehr schön. Ja, aber heißt das für mich, ich soll da jetzt runterjumpen? Theoretisch schon, ne? Wasserstand haben wir ja noch nicht erhöht. Na komm, ich gehe einfach mal runter. Dann komme ich hierher, okay. Und hier kann ich den Wasserstand verändern. Aha. Sonst noch was hier? Nö, ne? Erstmal nicht. Kann ich ihn quasi lower machen oder höher? Zack. Wir machen den jetzt erstmal runter, damit wir den Raum hier auch abschließen können. Njo. Geht das noch weiter? Ja, ne? Nee, okay. Das ist der niedrigste Wasserstand. Ich lasse mich mal kurz hier reintroppen. Hol mir mal ein paar Rubine. Und jetzt können wir halt da rein und wir können da rein. Da gibt es auch direkt eine Schatzkiste, die hole ich mir jetzt erstmal. So. Upsala. So. Was haben wir denn hier? Okay, der Big Key. Sehr schön. Das heißt, wir können theoretisch den Boss machen, sobald wir den erreichen sollten. Dann gehen wir gleich nochmal hier rein, würde ich sagen. Checken das mal kurz aus. Oh, Kacke. Okay, da geht die Tür hinter mir zu. So, ja, hier muss ich jetzt... Ah. Ich würde sagen, das war der falsche, oder? Kacke. Okay, der hilft mir aber dabei. Sehr, sehr nett. Okay, dann hätten wir das auch. Na, aber... Okay, jetzt haben wir aktuell gar keinen Wasserstand. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Kann ich aber auch den Wasserstand schon wieder verändern. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ich hasse Wasserstände. Ja. Ja, ja. Aber hier müssten wir jetzt theoretisch auch den Wasser... War das jetzt schlau? Weil ich glaube, ich hätte erst die Tür aufmachen sollen, oder? Egal. Ich hole mir erstmal die Schatzkiste. Wir fluten erstmal alles. So. Zack, was haben wir hier? Geile 20 Rubine. Okay, ich glaube, wir müssen den aber jetzt wieder runter machen, weil sonst kommen wir hier gar nicht raus, ne? Oder können wir jetzt hier so... Geht das? Ne, das geht gar nicht. Ja, wir müssen den jetzt wieder ganz runter machen und dann den Schalter aktivieren, richtig? Ja, war alles nicht so, glaube ich, schlau. Kann ich auf der Stufe... Hallo? Kann ich auf der Stufe den Schalter aktivieren? Nee, geht auch nicht. Okay, war nur mal für mich zum, zum Wissen. Hallo? Meine Fresse. Alter! Geh weg! Ertrink! Und dann bitte einmal hier rein. Aua.
Schalter aktivieren. Ist das auf derselben Stufe? Nee, jetzt muss ich wieder eins hoch, ne? Ist schon belastend ein bisschen. Hier komme ich jetzt auch nicht hoch. So, zack. Ja, ich glaube, wir werden hier die Räume alle öfter mal abchecken. Oder kann ich jetzt hier? Ne, hier kann ich jetzt auch nicht einfach lang. Also ich muss jetzt auf Stufe 2 gehen, ne, damit ich hier weiterkomme. Aber wollen wir denn überhaupt? Wollen wir denn überhaupt wieder weiterkommen? Weil wir können ja... Wir können ja auch theoretisch den Raum wieder zurückgehen, ne? Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und ne, wir wurden hier eingeschlossen, ne? Ne, wurden wir nicht. Hä? Du Sau! Aus welchem Grund ist das jetzt zugegangen? Okay, scheinbar müssen wir es doch machen. Sorry Leute, sorry, mein Fehler. Jetzt auch die Tür wieder. Hä? Jetzt ist die Tür auch wieder zu. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ist die andere Tür auch zu? Ne, der Schalter ist gedrückt. Hä? Hä? Wieso war die eben noch offen? Hier läuft irgendwas falsch. Okay, wir gehen wieder raus. So. Ah, jetzt haben wir das auf dem mittleren Stand. Das heißt, hier können wir schon mal alles ausmachen. Okay, 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 okay. Das ist doch gar nicht so falsch. Ich nehme mal den Wind. Oh Gott, Frame-Anbrüche. Irgendwas hat gerade im Hintergrund geladen. Ich hoffe... Ey! Wie gemein. Sag mal! Eben hat's doch... Sag mal, willst du mich verarschen? Eben hat's doch geklappt. So. Hä? Was war das denn? Okay, wir haben noch einen kleinen Schlüssel gefunden. Ach. So. Also hier müssen wir, glaube ich, noch eine Etage höher gehen. Kann ich hier durchschwimmen? Ja. Können wir uns jetzt hier die Schatzkisten holen? Ja, können wir. Okay, dann mache ich das erstmal auf beiden Seiten, würde ich sagen. Ein Herzteil, sehr schön. Dann gehen auch die Herzen erstmal wieder hoch. Hier können wir uns auf jeden Fall erst nochmal eine Bombe hinlegen, würde ich sagen. Ja, das war super, aber hat geklappt. So, einerseits das erstmal schön. Da könnte man jetzt hier theoretisch runterjumpen, aber... Ich will nochmal ganz kurz... hier lang gehen. Denn hier können wir uns jetzt auch die Schatzkiste noch holen. Und kriegen noch ein verlorenes Mai Mai. Okay. Das heißt, wir haben alle Schatzkisten schon mal. Bedeutet, wir müssen nur noch... Aber... jetzt irgendwie den Wasserstand, glaube ich, auf maximal bekommen. Und dann haben wir es, glaube ich, schon. Dann müssten wir den Dungeon fertig haben. Aber... Ich lasse mich hier die ganze Zeit treffen, ne? Dafür gehe ich, glaube ich, jetzt hier rein. Genau. Öffne diese Tür. Letzten Schlüssel haben wir auch. Alles klar. Und jetzt holen wir mal den Wasserstand wieder hoch und gehen da rein. Das ist der Plan. So. Enderhorn. Wer kennt die nicht, den Enderhorn? Alter, ihr seid so nervig, ne? So, lasst mich was bitte mal hier umdrehen. Zweimal, glaube ich, oder? Ich glaube, ich muss ihn ganz hoch machen. Sieht so aus. Leute, geht weg. Ich kann euch... Oh, Mann. Es reicht mir. Geh weg. Ja, genau. So hart kann das Ding doch gar nicht sein. Was soll denn das überhaupt darstellen hier? Was ist denn das?
Tschüss. Ja, das Ding brauche ich auch nicht. Weg damit. Eieieiei. Liegt hier nur im Weg rum. Wahnsinn. So, mach hoch das Ding. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee hier. So. Letzter Raum. Nein, ich will die nicht töten. Mann. Muss das sein? Ob es da eine leichtere Methode gibt, die zu töten? Vielleicht mit dem Eisstab oder so? Ne. Ich glaube, ich muss das mit allen so machen. Es wäre halt viel leichter, wenn ich ein Schwert hätte, ne? Weil dann müsste ich einfach nur zack und hauen. Aber so macht es das halt so kompliziert. So unnötig kompliziert ist das. Zack. Dann muss ich wieder tauschen. Sei denn, ihr kennt noch eine bessere Methode, aber ich kenne gerade keine. Macht's halt wirklich unnötig kompliziert, leider. So, das Gute ist, unser Wasserstand ist aktuell ganz oben. Weiß aber nicht, ob es da Unterschiede nochmal gibt, von Etage zu Etage. So. Zack. Ah ja, okay, der schwimmt das einfach rüber, genau. So, was haben wir hier? Eine Feenquelle, jawohl. Cool. Haben wir jetzt eigentlich alle Räume erforscht? Wenn wir hier hochkommen, haben wir alle Räume erforscht und dann haben wir wahrscheinlich hier den Wasserstand in der Mitte auch ganz oben und können dann das irgendwie so aktivieren, dass wir zum Boss können. Das ist mein Guess. Okay, ich glaube, wir machen den auch noch fertig heute. Ich glaube, das machen wir. Ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr so viel sein, oder? Sagte er und wurde eingesperrt. Ja, wir müssen da hochkommen und uns dann halt mit dem Enterhaken einmal rüberziehen. Theoretisch sollte es nicht so viel sein. Haben wir wieder in einem Part. Ach nee, warte mal. Nee, ist falsch. Ich muss erst die Türen aufmachen. Tschüss. Okay, ich muss ihn erst runter machen, damit ich dann unten die Tür aufmachen kann. Um dann wieder alles hochzumachen. Hey, man liebt es, oder? Boah, ich hasse Wassertempel, ne? Ich hasse die so sehr. Wasserstand verändern, ey. Kein Mensch will den Wasserstand verändern. Jetzt geh weg hier. Hier, nimm dein Ding mit. Ha. Keine Ahnung, was das darstellt. Also ist, für mich sieht das aus wie eine Mischung aus Schnecke und Robbe. Keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie die Dinger heißen, falls ihr das wisst. Und was es darstellen soll, vor allem. Ich kann mir da nämlich gar nichts drunter vorstellen, was das sein soll. So, sieht ganz komisch aus. Und hat auch noch so einen Rüssel, ne? Vielleicht ist es auch ein Ameisenbär. Eine Mischung aus Ameisenbär, Schnecke und Robbe. Ich nenne es Bobby. Ich glaube, das ist ein guter Name. Gut, Leute, wir haben es geschafft. Ich denke mal, hier mit dem Schalter können wir jetzt da eine Plattform erscheinen lassen. Ja, okay. Perfekt. Können auch von hier aus jetzt jederzeit den Wasserstand ändern. Das macht es natürlich noch leichter. Aber jetzt ist Boss-Time. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Shit happens, oder? Brauche ich dafür einen Enterhaken oder geht das auch mit andersweitigen Waffen, wie zum Beispiel einer Kraftbombe? Ne, ich glaube, ich brauche einen Enterhaken. Schade. Wow, hoffentlich wird das nicht wieder so ein Hin und Her hier. Es wird wieder so eklig, ne? Ich muss wieder alles hin und her wechseln. Ja. Ach, Mann. Einen Bogen vielleicht? Nein, ich brauche einen Enterhaken. Ja, ich hätte... Das war eine Fehlentscheidung. Ich hätte den wirklich upgraden sollen.
So. Nein. Ja. Ja. Nein. Er ist wieder weg. Ah, nee, Leute. Das ist wirklich super nervig. Also, da braucht man eigentlich wirklich ein Schwert für das Vieh. Jetzt fehlt mir noch das Mana. Boah, ist das nervig. Oh, ich muss jetzt mal kurz warten. Ich denke halt, wenn ich den Hookshot abgegradet hätte, dann hätte ich auch Schaden machen können mit dem. Und dann wäre das alles leichter geworden. So. Dann einmal bitte das Ding. Und wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Okay, einen wenigstens noch weggehauen. Vielleicht sollte ich nicht mit den Bomben werfen, weil die verbrauchen super viel Energie. Vielleicht haben wir noch anders... Ja, keine Ahnung. Mit dem Bogen einfach schnell. Frage ist, reicht der Schaden aus? Nein. Damit kann ich die nicht one-hitten. Ist doch super nervig, oder? Also ist jetzt auch nicht schwer oder so, aber es ist halt langwierig. Und das ist halt das nervig. Ja, jetzt ist der, hat er natürlich auch perfekt wieder eingesammelt. Alter. Bei dem würde ich mir wünschen, dass es irgendwie anders geht. Wo ist denn der Enderhaken? Hier. Zack. Okay, noch 4 Stück. Und danach sollte es wenigstens ein leichtes sein. Mana regenerieren. Ja, super nervig. Und eine Fehlentscheidung von mir, wie gesagt. Ich hätte das Ding upgraden sollen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Kacke. Manu! So, zack, boom. Wieder nur einer erwischt. Der ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, oh mein Gott, das ist so ein krasser Gegner. Ich habe so Angst vor dem. Okay, einer noch. Danach sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Ich hoffe es zumindest. So, komm her. Bombe, zack. Nebol. So, mein Freund. Jetzt machen wir Endphase hier. Was ist los? Hat ja nur 12 Stunden gedauert, bis du... Boah, Alter, was... Ich wusste nicht mehr, dass da Laserstrahl schießen kann. Na, übertreib! Aber irgendwie ist das cool. Nein, daneben. Bam, 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 bam. So. Tschüssikowski, mein Freund. Okay, wir haben mal wieder fett Überlänge gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch. Und, haben aber wenigstens den ganzen Dungeon hier noch zerlegt. Haben den Tempel abgeschlossen. Ich freue mich. Dann haben wir schon mal einen Wassertempel hinter uns. Einen nervigen Wassertempel. Und gucken wir mal, was wir hier kriegen fürs Herzteil. Mai Mai, hey. Super. Da freut man sich doch. Als Belohnung. Okay, dann haben wir das Amulett des Mutes. Aus dem Swamp Palace.
SP theoretisch, ne? So. Okay. Yeah, mit dem Schwert haben wir uns gefreut. Cool. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zum A Link Between Worlds Randomizer. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Tschüssi, Leute.